Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute über das Halbfinale der EU-LCS. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das hier ist quasi die vorletzte League-Show, denn es ist das Halbfinale, um das wir uns kümmern wollen. Vorher sprechen wir allerdings kurz über die Promotion-Games, die anstanden. Denn da hat sich geklärt, wer auch in der nächsten Saison in der EU-LCS sein wird. Und da gab es erstmal das Aufeinandertreffen von Misfits Academy gegen Fnatic Academy, wo es darum ging, wer den ersten Slot für die LCS bekommt. Die Begegnung war wirklich unglaublich eng. Am Ende konnte allerdings Misfits Academy gewinnen. 3-2, also die Best-of-5-Serie ging über die volle Distanz. Und damit ist Misfits Academy das erste Team, was in den nächsten Split, also im Summer Split in der LCS, mitmischen wird. In der zweiten Partie, nämlich Origin gegen Giants, ging es darum, wer in die Challenger Series absteigt. Der Gewinner hiervon spielt gegen Fnatic Academy um den zweiten Slot. Da wiederum zeigte sich zum wiederholten Male, dass Origin nicht mithalten kann. Giants klatschte sie einfach weg, es war 3-0 und damit geht Origin wohl als das schlechteste LCS-Team aller Zeiten in die Annalen ein, würde ich zumindest sagen. Sie haben ein Spiel, glaube ich, in der kompletten Saison gewonnen. Nicht mal Best of 3, kein Best of 5, gar nichts und müssen jetzt in die Challenger Series. Ich bin gespannt, mit welchem Kader sie da antreten werden. Giants wiederum musste also danach ran gegen Fnatic Academy und da ging es um den zweiten Slot. Und das war eine Begegnung, die wir so schon mal gesehen hatten, nämlich ganz zu Beginn. Diesmal allerdings war sie viel, viel eindeutiger. Fnatic Academy fuhr einmal drüber über Giants, was noch beeindruckender ist, wenn man weiß, dass Skikes 3 Stunden vor dieser Begegnung von einem persönlichen Schicksalsschlag oder einem familiären Schicksalsschlag gehört hatte und trotzdem zu so einer Leistung fähig war. Also dadurch beide LCS-Teams abgestiegen, das ist auch eine Premiere und damit beide Academy-Teams aufgestiegen. Das heißt übrigens auch, dass 2 Slots zum Verkauf stehen, denn sowohl Misfits als auch Fnatic müssen diesen Slot, den sie jetzt haben, verkaufen, also den Aufsteiger-Slot plus den ganzen Team im Bestfall, weil man darf nicht 2 Teams in der LCS haben. So viel also zu den Promotion. Jetzt kommen wir allerdings zur LCS und natürlich auch zu den Halbfinalpartien. Und die waren natürlich spektakulär. Die erste, die wir hatten, war G2 gegen die Jungs von Fnatic. Was auch das Aufeinandertreffen von Sven gegen Reckless war oder von David gegen Goliath oder wahrscheinlich eher David gegen Goliath, sondern so rum. Es war wirklich eine Begegnung, wo viele gesagt haben, hat Fnatic eine Chance? Wahrscheinlich nicht, oder? Denn sehen wir mal ganz ehrlich, ja, sie haben H2K besiegt, aber G2 ist der Serienmeister, G2 hat die beste Botlane Europas, oder ist das die von Fnatic? Genau dieser Frage wollen wir auf den Grund gehen. Wir gucken rein, wie das Game lief. Ich wünsche euch damit ganz viel Spaß. In der ersten Pick- und Bannphase durfte Fnatic 4 spielen, was sie vorher stark gemacht hatte, unter anderem Twitch und auch wieder Aurelion Sol auf der Midlane. Das Game von Anfang an sehr, sehr umkämpft. Hier wird Proxer gecatcht. G2 konnte immer wieder die Aggression von Fnatic gut beantworten, allerdings nicht immer, denn Fnatic schafft es klug, Überzahlsituationen zu schaffen. Hier eine starke Ultimate von Rakdos, der unglaublich viel Schaden durchdrückt. Caps ist immer wieder in der Lage zu roam. Proxer ebenfalls zur Stelle. 2 einfache Kills für Fnatic. Und auch danach war es immer wieder Fnatic, dass das Tempo vorgab. G2 hier mit einer Siege-Situation, Teleport von Soas dahinter, guter Cocoon, Miffy sehr, sehr low und Soas kann den Kill securen. Perks wird dann auch noch gezwungen, hier die Ultimate von Aurelion Sol zu flashen. Danach hatte Sven immer wieder Probleme, auf den Sidelanes zu farmen, denn sowohl Twitch auch als Aurelion Sol konnten ihn immer wieder 1-on-1. Sven also ohne Chance hier tatsächlich an Farm zu kommen. Stark gemacht auch immer wieder von Caps und Fnatic blieb beim Towerdive. Ganz starke Ultimate hier von Soas, Perks sofort tot, Miffy auch ohne Überlebenschance. Fnatic blühte richtig auf in dieser Partie und Dives blieben auch danach das liebste Hobby. Trick muss hier rausflashen, Perks sehr, sehr stark hier unter Druck, stirbt durch die Ultimate von Caps, der ein furioses Game hatte und auch danach kann Soas überleben. Fnatic heute einfach einen Ticken besser, hatte man das Gefühl. Die ADC-Fights zwischen Sven und Reckless, die waren erwartet worden. Hier in dieser Szene Reckless zu stark für Sven. Er muss zwar flashen, überlebt das Ganze allerdings und auch danach blieb Reckless der Dominator. Hier wird er von Orianna Ultimate getroffen, kann allerdings überleben und schaltet fast noch Orianna aus. Reckless wieder als Anführer von Fnatic in Position gebracht. Danach bekam G2 zwar in der 29. Minute einen Drake, dafür nahm allerdings Fnatic nicht nur den Ash, sondern auch noch Miffys Leben und damit absolut auf der Siegestraße mit 13.000 Gold Vorsprung in der 31. Minute, dann in der Basis von G2, die müssen das hier natürlich fighten, die Ultimate von Soas wieder ganz, ganz stark, Trick muss flashen, jetzt auf den unteren Bildschirm achten, guter Konku gegen Miffy, Perks wird hier super low und jetzt Reckless mit dem aggressiven Flash, 1 gegen 2, kann er es machen, er kann es, ein Triple Kill für ihn und das erste Game für Fnatic, für den krassen Außenseiter im Duell gegen G2.
Die zweite Pick-and-Bun-Phase war ein absolutes Déjà-vu. Alle Picks bei Fnatic gleich, außer dass man diesmal statt Zyra auf Any zurückgreifen musste, weil Zyra gebannt war. Und dieses Game war absolut insane. Fnatic mit Level 1 Lane-Swap und 3 Mann Level 1 gegen Top-Lane. Die meisten Zuschauer hatten echt das Gefühl, dass sie irgendwie zu viel getrunken hatten am Vortag. Fnatic auch danach immer wieder mit absolutem Tempo hier in Level 6 Dive gegen Perks. Die Ultimate von Caps kann dabei den Kill securen. Fnatic auch danach mit absoluten Tempo-Plays, hier in Level 6 Dive, schöne Ultimate von Jessus, perfekte Ultimate von Zeus, 5 Mana Orianna Shockwave von Perks, der allerdings kein Mana mehr und so muss Expect sein, Versuch hier noch Leute abzuholen, abbrechen und rausflashen. Fnatic mit einem absoluten Powerplay im Early Game, allerdings auch mit Aktionen wie diesen. Reckless wird hier gesehen, versucht trotzdem den Play zu machen, die S-Ultimate trifft, Trick mit einem Weltklasse-Flash, Q gegen die Wand, Ultimate Double Kill, stark zurückgeschlagen von G2 und man sieht es im Gesicht von Reckless. Er wusste, dass dieser Play zu riskant war. Danach ging es für Fnatic allerdings weiter nur nach vorne. Zoas wird hier allerdings abgeholt. Fnatic's Re-Engage ist zum Scheitern verursacht. Denkste, Capsi mit der Long-Range-Ultimate kriegt damit hier Expect geholt und man bekommt auch diesen Midlane-Turret. Dieses Spiel blieb weiterhin auf einem unfassbar hohen Niveau. Fnatic mittlerweile am Midlane-Tier 2 Turret. Expect geht rein, steht in 5 Mann und stirbt. Ja, das war einer dieser Plays, die auch passierten. Wenn das Tempo so hoch wird und das Chaos so groß ist, dann gibt es eben auch sowas. Trick geht über die Wall, will ihn ziehen. Prox allerdings mit dem sicheren Smite. Trick kommt mit der Ultimate auch nicht über die Wall. Und damit hier der weitere gute Go von Fnatic. Caps will's dann nochmal wissen, geht hier über die absolute maximale Distanz. Will Sven abholen, der flasht allerdings über den Stun. Caps flasht drüber, überlebt diese Szene hier. Es ist weiterhin ein Spiel auf ganz, ganz hohem Niveau. Jess ist dann hier mit dieser Engage-Ultimate, dadurch allerdings kein Stun mehr auf ihn und das wird zum Problem, denn Expect ist da, geht auf Reckless, der hat viel Schaden, aber ist es genug? Nein, weil Trick reinflasht und ihn tötet. Jess ist dann ebenfalls in Gefahr, Expect geht rein, holt ihn ab. Fnatic hier schon mit fast 8000 Gold Vorsprung, allerdings diesen sehr, sehr dramatischen Missplay. Trotzdem Fnatic weiterhin am Drücker, aber ein 5 gegen 5 Nash, das ist immer so ein bisschen Desperate. Trick wieder auf der anderen Seite, kann Prox auch diesen smiten. Justice wird angegangen, muss rausflashen, Trick mit der Ultimate, tötet Justice, der Teamfight entbrennt. Die Ultimate von Caps macht viel Schaden, er geht in Sonyas, allerdings in dieser Zeit Reckless gefallen. Und dadurch Fnatic jetzt mit großen, großen Problemen. Miffy kommt hier nochmal weg, Sven jetzt natürlich völlig unaufhaltsam, geht hinterher. Fnatic große, große Probleme hier wegzukommen. Das Ganze bedeutete nicht nur ein Nash für G2, sondern auch den Elder Drake, während Sven hier chaste, holt er auch noch Proxer ab. G2 auf einmal wieder back in the game, weil Fnatic einfach zu viel, zu sehr forste. Und danach hatte G2 dann einfach sehr viel Schaden, allerdings Fnatic immer noch mit einem gefeedeten Reckless. Der steht unten rechts im Bild, holt die Ultimate raus, macht insane viel Damage. Expect geht auf ihn drauf, aber jetzt auf Reckless achten. Hier interruptet er einen Auto-Attack, stirbt deswegen gegen Expect. Ein mechanischer Fehler entscheidet dieses hochklassige Duell. Es ist natürlich bitter, das jetzt Reckless anzulasten, der bis dahin ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hatte, auch wenn er 5-mal gestorben war. Fnatic mit einer unglaublich engagierten Leistung und einen insanen Level 1 Lane-Swap. Trotzdem G2 an einem der individuell zu stark und zu abgebrüht, damit das 1:1. Fnatic in der dritten Begegnung dann mit einer veränderten Konstellation. Man verpasste einen Bann, pickte allerdings diesmal selber Syndra und auch Tristana auf der ADC-Position. Auch diesmal wieder von Anfang an sehr, sehr viel Druck auf den einzelnen Lanes. Fnatic wollte unbedingt Plays möglich machen. Hier kommt die Shen Ultimate. Perks soll gedive werden. Der kriegt allerdings sein Schild raus. Stunt damit so aus. Der die Türe Dako wird hier fallen. G2 will noch mehr, geht hinterher. Expect ist zur Stelle mit seiner Ultimate. Caps kann ein Koku allerdings sidesteppen und danach die Szene disengagen. Fnatic versuchte das Tempo hochzuhalten. Schöner Catch gegen Miffy, der mit einer 3-Mann-Ultimate allerdings in Fail-Flash. War das gewollt oder nicht, wird man sich im Nachhinein fragen. Denn das Exhaust auf Reckless ist stark. Perks ist zur Stelle. Der TP von Expect kommt ebenfalls noch dazu. Der kann hier rein ulten. Reckless gibt sein bestes Damage zu machen, aber so viel hat er da auf Level 8 noch nicht. Proxer flasht raus. Sven und Perks hinterher. Sie wollen hier holen und jetzt auf die Krabbe achten. Furioser Sidestep von hier und ein schöner Move-Out. Und damit der nächste gute Play von G2. Danach Perks im 1 gegen 1 gegen Caps mit dem Kill. Fnatic allerdings will wieder mehr. Engage auf Trick, der flasht raus. Proxer hinterher. Trick geht in die Luft und geht auf den Pinkboard raus. Sensationeller Play von ihm. Proxer kriegt die Shen Ultimate, stirbt allerdings trotzdem. Sowas wird dann auch noch von Perks eingeholt. Und G2 hatte immer eine Antwort auf diese Plays von Fnatic im Gegensatz zu den Begegnungen davor. Auch hier wieder diese Double-TP-Variante einfach absolut worth für G2. Dadurch immer wieder in der Lage, diese Überzahlsituation, die Fnatic kreiert, zu turnen und selbst zu besseren Plays zu machen. G2 dann irgendwann am Nash, allerdings hatte Proxer da Ewigkeiten im Gebüsch gewartet, schlägt zu und stiert den Nash. Ganz starke Aktion von ihnen.
Währenddessen allerdings Source im 1 gegen 2 versucht hier auszunutzen, dass Expect auf der anderen Seite ist, um weg zu ulten. Allerdings keine Chance, weil auch Perks hat 1 CC, kriegt den Intern raus. Und damit kann man Source hier bezwingen. Davon hält dann auch das GA die beiden nicht ab, weil sie natürlich genug Damage haben, um ihn auch ein weiteres Mal zu töten. Mit diesem Lash konnte sich Fnatic ein bisschen Zeit erkaufen, aber auch mit diesem Lash sind sie in der 42. Minute in der eigenen Base. Der Goldunterschied ist einfach enorm, 17.000, und um jetzt auf Perks achten, weil der hat einfach so viel Schaden erwartet. Fnatic, er will das steffen, Caps gibt sich größte Mühe, unten ebenfalls Reckless, Perks geht rein und one-shottet einfach Caps, der ist sofort down. Reckless versucht dann hier sein Bestes, kickt Expect plus Ultimate raus, versucht jetzt selbst Schaden zu machen, da ist allerdings die Dodge Zone. Gefühlt hatte G2 auf jeden Pick hier eine gute Antwort, kann dann den zweiten Nexus Turret holen und auch den Nexus. G2 geht damit 2:1 in Führung. Matchball Nummer 1 also für G2. Fnatic diesmal mit einer Kamee Tristana Botlane trafen da auf Ashe und Thresh. Aber keine Sorge, Fnatic blieb ihren aggressiven Spielstil treu. Auf der Botlane sollte wieder die Party stattfinden. Proxer bekommt hier den ersten Kill. Wir gehen danach sofort in die nächste Dive-Situation. Jess ist mit einem schönen Flash-Engage, allerdings hier ein Abstimmungsproblem. Reckless geht über die Wall, kriegt hier Miffy, kriegt Sven ins Gesicht gekickt, geht dann raus, sieht dann, verdammt, ich hab die Shen-Ultimate, flasht wieder rein. Source kann den Taunt gegen Trick machen, Trick allerdings im Kopf, weil Reckless hier keinen Flash mehr hat. Ganz bittere Szene, weil Gangbang auf der Top-Lane dadurch Free-Farm bekommt und weil Proxer hier nicht schnell genug rausbackt. Perks kann von der Midlane runterziehen. Die G2 hatte sich langsam auch an dieses Chaos, was Fnatic hier kreiert, gewöhnt und damit der Return-Kill. Fnatic allerdings weiterum bemüht, Überzahlsituationen zu schaffen, wie hier auf der Top-Lane. Mitte und Top-Lane gegen Jungle und Top-Lane. Na, wer gewinnt da wohl? Natürlich Caps in diesem Moment auf seiner Kayle. Haut ihr Trick windelweich. Perks kommt dahin hinzu. Source kann hier in dieser Szene überleben. Allerdings das Duell von Perks gegen Caps absolut sehenswert. Caps hat hier die Ultimate, bleibt allerdings ganz gelassen. Weiß, na, kann mich nicht töten. Flash den Q. Perks allerdings mit einem ganz starken Flash hier maximale Distanz überboten. Caps muss ult. Kommt dann auch in die Nähe der Knallpflanze? Nein! Perks kann sich hier den Kill sichern, währenddessen allerdings auf der Botlane schon wieder Dive-Szenarien von Fnatic angesetzt. Smith hier mit der Ultimate unten, ist ein Gangplank hinterm Turret, allerdings TP'd Shannon, um ihn zu zonen. Sven flasht trotzdem Richtung Turret, wird exhausted. Jess ist mit einem ganz starken Spiel auf dieser Camille. Source fängt sich dann hier in Turret ein, aber sein Retter Reckless kommt, healt ihn und tötet Expect. Ein Double-Kill für Reckless und ein wieder absolut spektakulären Spiel. Versucht G2 dann diesen Nash zu sneaken und es gelingt auch. Caps wird hier an die Angel genommen, die Shen Ultimate kommt, kann ihn nochmal retten. Allerdings Fnatic in einer guten Position. Trick wird getauntet. Trick stirbt. Sven will flashen. Allerdings ist da Jessus in dem Moment. So kann er die Laterne auch nicht nehmen. Double Kill für Reckless wieder, der absolut fett war. Trotzdem Fnatic ab und zu ein bisschen zu aggressiv. Hier wird Jessus gecatcht. Stirbt hier auch. Man will trotzdem noch mehr. Caps sehr aggressiv. Muss hier geheilt werden. Damit wieder ein wichtiger Summoner down. Und jetzt Proxer. Er verkackt hier seinen Ult Flash. Verzeiht mir die Wortwahl, aber das war einfach so bitter. Reckless, Weltklasse Flash. Aber er kriegt hier keinen Crit. Wenn er einen Crit hat, es ist ein Triple Kill und vielleicht ein Inhib. So ist es gar nichts. Ultra bitter für Fnatic, denn die engen Situationen waren immer für G2. Hier geht Proxer rüber, hat nicht genug Mana bzw. Energie für den E. Perks kommt damit raus. Proxer stirbt trotz der Ultimate von Kay. Kay flasht dann über die Wall, um Trick zu holen. Sven reagiert, flasht ebenfalls. Aber die engen Situationen, in diesen zeigt sich die Klasse von G2. Danach Jessus mit den Engage. Reckless wird allerdings von der Gangplank Ultimate gesohnt. So hat er keine Chance reinzugehen. Und G2 kann sich hier den ersten Inhib-Turret holen. Sie erhöhten langsam aber sicher die Schlagzahl, waren auch goldmäßig natürlich enorm vorne und konnten so in der 32. Minute hier langsam Richtung Finish gehen, aber trotzdem probierte Fnatic im eigenen Jungle zu falken. Reckless wird hier angegangen, muss rausgehen. Source versucht sich zur Knallpflanze vorzuarbeiten, die wird allerdings zu früh für ihn aktiviert und damit Source down. Fnatic allerdings crossword-mäßig auf Trick eingegangen, Caps und Jessus zusammen definitiv mit genug Schaden, aber reicht das? 33. Minute, 7000 Gold Vorsprung für G2 und sie klopfen an den Nexus. Tristana lebt allerdings noch. 7-1-4 steht Reckless und auch Caps natürlich auf K mit 3 Item ein absolutes Monster. Auf der anderen Seite muss man jetzt allerdings die Augen auf Perks haben, denn der macht hier erstmal ein gutes Miasma. Redemption kommt rein. Er lauert immer noch auf seiner Cassio. Wann wird er zuschlagen, ist die Frage, weil irgendwann muss Caps nach vorne gehen. Weltklasse Flash Ultimate. 3 Leute von Fnatic gestunt. Caps hat auch Ultimate und Flash, aber er ist einfach gestorben. Reckless steht jetzt alleine für die Hoffnung von Fnatic, aber auch er kann nichts machen. Nexus fällt. Spielsatz und Finaleinzug für G2. Fnatic also fast mit der Überraschung. Man muss sagen, sie waren gar nicht so weit davon weg. G2 hat allerdings die Antworten gefunden, die sie brauchten. Und Fnatic hat aus meiner Sicht gegen Ende auch einfach ihren eigenen Stil verloren, den sie in den letzten Wochen so stark gemacht haben. Das war allerdings natürlich nicht die einzige Halbfinalpartie. Nee, es
muss natürlich zwei geben. Und die zweite war Misfits gegen Unicorns of Love. Also das Aufeinandertreffen der beiden deutschen Midlaner, wobei gleichzeitig Unicorns of Love früher schon mal gesagt hatte, dass Exile das Upgrade zu Power of Evil sei. Ich bin gespannt, wer die Midlane gewinnen konnte. Allerdings noch mehr, wer ins Finale in Hamburg einzieht. Also wir gucken nach, wer gewinnen konnte. Unicorns gegen Misfits. In der ersten Begegnung packte Power of Evil wieder seinen Corki aus und auf der Toplane gab es Camille gegen Renekton. Und diese beiden standen auch ganz am Anfang in Fokus, denn Visi Chachi hatte einfach einen Sahnetag. Interrupted hier Alfari mitten im Mauerjump, der muss sofort ulten, um sie ihr Land zu gewinnen. Visi Chachi will allerdings mehr, sein Flash wird allerdings ganz stark beantwortet vom Flash von Alfari. Alfari hält dann die Minions vorne vom Schild, oder tut das etwa nicht? Nein, er macht's nicht. Visi Chachi hat immer noch die Ultimate an. Alfari versteckt sich hinterm Schild, wird allerdings gestunt und auch gefinished. First Blood für Visi Chachi. Power of Evil steht danach im Fokus, denn er wird hier von Xerxe gegankt. E-Flash, Ultimate, super clean gespielt, die Kette sitzt ebenfalls. Power of Evil hat keine Chance wegzukommen, macht noch sein Damage und stirbt. Unicorns of Love dann auch immer wieder bemüht, Plays zu machen, allerdings auch Misfits guckt nicht tatenlos zu. Ignar mit dem Hook, Hansama mit seiner Ultimate und Alfari auch nochmal die Ultimate drauf. So kann man einen Catch natürlich komplett clear machen. Wir springen danach auf die Top-Lane, denn hier ist gerade Misfits im Push und Xerxe hat einen guten Pinkwort gestellt. Ignar denkt, er hat Vision, hat er aber nicht. Der Teleport von Exile kommt rein, Samux ist zur Stelle, pressured Yanzama, der nimmt die Laterne. Xerxe allerdings mit einer klasse Ultimate, dadurch keine Chance für Kakao noch an diesem Play ranzukommen. Exile ist dann zur Stelle und Ignar wird begraben. Double Kill für Samux. Danach Unicorns of Love immer wieder den Tam Kentrum ausnutzen, um hier Plays zu machen. Alfari allerdings sehr mobil, naja, Blau fairerweise allerdings auch flashed hinter her, beziehungsweise nutzt den Protobelt. Danach Hoodie sagen nochmal mit seiner Flash-Zunge und Alfari da natürlich mit großen Problemen hier noch wegzukommen, überlebt zwar nochmal diesen Autotech, diesen Q allerdings nicht. Misfits ist allerdings natürlich kein schlechtes Team, weiß, okay, auf der Top-Lane haben wir eine Überzahl-Situation, 3 gegen 2, da können wir den Turret pushen oder etwa nicht. Xerxe, E-Flash, Ultimate, wieder Weltklasse, Visi Chachi ebenfalls mit 4 Schaden, Hansama sofort tot, Kakao wird vom Red Buff von Xerxe geslowt und von ihm auch noch kaputt gehauen. Ignar versucht dann hier noch wegzukommen, aber Xerxe ist einfach zu mobil, ganz stark gemacht, im 2 gegen 3, 3 Leute gekillt. Auch danach wieder Unicorns of Love, das aktivere Team. Misfits immer wieder mit solchen Problemen, weil die Tam Kench Ultimate in die Backline kommt. Hier allerdings Power of Evil freistehen. Ihr seht es unten links, er kann einfach seinen Damage rausmachen und wenn ein Corki 1 kann, dann ist es Schaden machen. Visi Chachi noch nicht tanky genug. Würde ich sagen, dann hier in einer unangenehmen Situation muss Flash und jetzt auf Samux achten. Der dasht nach rechts und wird genau in dem Moment einfach eingesogen. Würde ich sagen, ist dann tot. Power of Evil kann den Chase fortsetzen und Samux hat keine Überlebenschance. Misfits will deswegen natürlich den Nash machen. Das wäre das sichere Comeback. Xerxe auf der anderen Seite, aber den sollte er nicht stehlen können. Da sind 4 Leute. Never mind. Xerxe mit dem Nash, der hat nicht mal gesmited, der hat ihn einfach nur benommen. Wunderschön gemacht von ihm. Und Unicorns of Love damit wieder auf der Siegestraße. Misfits hat zwar in diesen Fights viel Damage, aber große Probleme, diesen auch richtig anzusetzen. Kakao stirbt hier, weil Hansama ihn nicht hielt. Fragwürdige Entscheidung von ihnen. Dann kann Power of Evil zwar noch den ADC rausnehmen, ist dann allerdings selbst im Fokus und stirbt. Und so ist Unicorns of Love dann endgültig das stärkere Team in der 51 Minute, damit 10.000 Gold vorne, allerdings immer noch mit Problemen, dieses Game zu finishen. WTP dann von ihnen. Der LeBlanc-Klon irritiert hier gut. Hansama wird gecatcht, kann jetzt rausflashen, ist allerdings schon Half-Life. Exile geht nochmal rein. Hansama super low. Kakao ebenfalls. Power Vive steht noch. Aber der dicke Mann haut ihn sein Fass ins Gesicht. Double Kill für Exile. Und damit Unicorns of Love mit 4 Kills, ohne einen Mitspieler zu verlieren. Triple Kill für Exile. Und das 1:0 für Unicorns of Love gegen Misfits. Zweite Pick-and-Run-Phase und diesmal sahen wir Vladimir gegen Orianna auf der Midlane und auf der Toplane counterte man den Rumble-Toplane mit einem Fizz-Toplane gespielt von Alfari. Die erste Aktion war eine absolut bemerkenswerte, denn Xerxe invadete Kakao, Kakao super low, allerdings Power of Evil mit einem Flash E, um Kakao hier zu saven, Exile Flash dann auch über die Wall, absolutes Chaos-Situation hier, das Exhaust reicht nicht, um Kakao zu retten, dadurch Power of Evil im 1 gegen 2, Xerxe hat einen Red Buff, Exile allerdings tot, Power of Evil kriegt nochmal den E raus, kriegt nochmal den Q raus, Double Kill für Power of Evil, absolute Ausnahmesituation hier, ganz zur Freude von Kakao, der sein Glück kaum fassen kann. Und Power of Evil hingegen sieht er aus, als wäre er ein bisschen fertig von der Situation, aber dadurch natürlich ein gefeedeter Power of Evil. Auf der Top-Lane natürlich Rumble immer wieder unter Druck, allerdings hier ganz stark gespielt. Alfari nach dem E sofort die Rumble-Ultimate ins Gesicht bekommen und dadurch genug Schaden und ein guter Kill für Visi Chachi. Auf der Midlane dominierte Power of Evil nach Belieben, auch weil Exile
das Ganze ein bisschen zu leichtsinnig nahm. Power Weevil hier mit einem starken Q-Flash, Axe hatte selbst noch Flash, hier konnte er allerdings nicht mehr reagieren und er war auch sichtlich bedient von dieser Szene. Danach Misfits allerdings mit Problemen, diesen Feed auf Power of Evil umzusetzen, auch weil man ihn öfter alleine ließ. Hier allerdings auch er mit einem Fehler. QW gegen Xerxe kann sich selbst deswegen keinen Speed abgeben und damit weder die Rumble noch die Lucian Ultimate dodgen. Easy Shutdown für Unicorns of Love. Wir springen dann zum Elder Drake, weil längere Zeit eher nichts passierte und hier ist Unicorns of Love dran. Kakao will's wissen, er sieht natürlich, dass die Elder Drake machen, springt rein, kann ihn allerdings nicht stehlen, stirbt. Allerdings natürlich die Jungs von Unicorns of Love ziemlich angeschlagen. Misfits versucht den Re-Engage, Samux im Fokus, Flash E befreit ihn hier allerdings von allen Sorgen. Danach, Unicorns of Love immer wieder in der Lage, Catches wie diesen hier zu landen. Igna, out of position, kann sich selber zwar ulten, gelingt allerdings kein Knock-Up und Xerxe bekommt den Kill. Dadurch Unicorns of Love irgendwann deutlich vorne. Ihr seht es hier, 8000 Gold sind es, während der Nash seinen Weg auf das Rift findet und Unicorns of Love diesen sofort mit einer Schrotflinte und einem Flammenwerfer empfängt. Nicht das netteste Empfangskomitee. Kakao auf der anderen Seite, Engage auf Visi Chachi, Redemption wird reingecastet und alle Jungs sind wieder mehr oder minder full life und hier hat man einen Hans Sama, eine Caitlyn, die in Orianna Ball auf sich hat. Allerdings hast du einen Vladimir und Vladimir wäre nicht gebalanced, wenn er Vladimir wäre. Macht hier unglaublichen Schaden, zweimal Orianna Shockwave, kann da nichts mehr ändern. Triple Kill für Exile, der auch noch diesen Engage von Alfari überlebt und damit Unicorns of Love mit einem einfachen Finish und damit dem 2:0 gegen Misfits. Misfits damit mit dem Rücken zur Wand und sie packten einen Lulu Midlane-Pick aus. Power of Evil zeigte mal wieder, dass sein Champion-Pool wirklich ein Ozean ist. Und auf dieser Midlane ging es dann auch sofort heiß her. Lulu gegen LeBlanc, das war früher schon ein Matchup, was Lulu-Spieler gerne genommen haben. Mittlerweile allerdings natürlich der Q deutlich genervt worden. Das hält Power of Evil allerdings natürlich nicht davon ab, diesen Champion absolut auf dem Maximum zu präsentieren. Flash rein, Ignite drauf, Q zum Kill und der nächste Solo-Kill von Power of Evil. Auf der Top-Lane entschied sich Alfari diesmal für Cannon statt für Fist, was ja nicht so gut funktioniert hatte und Kakao auf Rengar unterwegs und man versuchte hier den Dive. Visi Chachi heute natürlich in herausragender Form. Kann er das Counterplay? Kakao springt rein, Ultimate von Rumble, Flash über Kakao drüber, der hat immer noch die Tür, Akku gibt sie jetzt ab, Alfari bekommt sie, bekommt den Kill, cleaner Dive von den Jungs von Misfits. Danach immer wieder solche Fights. Kakao Face Dive mit Lulu Ultimate. Hüllisang im Fokus. Kommt hier nochmal raus. Return Engage dann von Misfits. Ganz starke Ultimate von Visi Chachi. Und Unicorns of Love sieht eher wie die Sieger in diesem Fight aus. Exile geht zu früh rein. Kann allerdings den Q dodgen. Mit Alfari joint allerdings ein fünfter Spieler diesen Fight. Beziehungsweise ein zehnter. Und auch das Sonias von Visi Chachi kann ihn nicht aufhalten. Wie hoch das Niveau dieser Partie war, zeigt sich allerdings auch daran, wie low hier immer wieder Leute rauskommen. Xerxe mit einem Hauch von Leben. Power of Evil hat keinen Flash mehr, um die Gap zu closen und damit kommen alle Beteiligten weg. Kakao danach immer wieder um Engages bemüht. Auch hier wieder trifft der Ash Arrow nicht, allerdings Kakao in Position. Auf der anderen Seite kommt Visi Chachi dazu, Alfari von der Seite. Das Redemption wird reingecastet, hilft hier definitiv. Samox sehr low, stirbt hier. Und auch ein weiterer Kill ist drin für Misfits, die ja auch noch Rumble holen. Die Fights ansonsten allerdings immer noch unglaublich eng. Kakao mit dem nächsten Engage auf der Midlane, Visi Chachi früh im Sonias. Die Kette von Exile sitzt und Kakao wird gecatcht. Man bekommt ihn hier immer wieder Fights, die in die eine oder andere Richtung gehen könnten. Währenddessen Alfari allerdings an der Top-Lane den In-App-Turret bekommt und dann in einer unmöglich zu spielenden 1 gegen 3 Situation gegen Hüdisan und Exa hat man 4 CC. Alfari trifft dann hier den Q auch nicht, allerdings hat er genug Auto-Attack-Damage, geht hier für Exa, der entweht raus, hat noch Flash, stirbt trotzdem und das wäre fast ein Triple hier geworden. Starke Aktion von Alfari. Der nächste Engage-Versuch von Misfits wieder über die alte Leier, nämlich Face-Engage von Kakao. Unicorns of Love kann das natürlich repairen. Hier kommt die Rumble Ultimate. Viel Schaden auf Kakao, das will man ja eigentlich, aber Visi Chachi, so und die Backline. Alfari mit der 5-Mann-Ken-Ultimate, aber auf den AD-Cannon hilft das nicht ganz so viel. Unicorns of Love in der Lage, diese Situation wieder zu entschärfen und man sieht, dass Misfits auf den Rift und auch in echt definitiv angespannt war. In der 48. Minute kriegt Unicorns of Love den Nash und will danach noch den Elder machen. Aber was macht Hüllisang da? Viel zu weit vorne. Er ist in einem Empfangskomitee, aber nur ein feedendes Empfangskomitee. Samux dann auch zu weit nach vorne geeilt. Er versucht hier rauszugehen, trifft allerdings unglücklicherweise auch noch die Vision-Pflanze. Das hätte allerdings wohl auch keinen Unterschied mehr gemacht. Unicorns of Love danach nur noch in der Rückwärtsbewegung. Der Ash Arrow fliegt, Xerxe flasht hier weg. Aber natürlich jetzt Misfits mit allen Möglichkeiten. 10.000 Gold vorne, 48 Minuten gespielt und Misfits ist dann in Nipture. Das ist eine 3.
3-gegen-4 Situation aus der Sicht von Unicorns of Love. Die das natürlich trotzdem fighten. Ultimate von Rumble. Visi Chachi Flash rein, kriegt Power of Evil. Aber jetzt eskaliert Ansama hier. Die Q macht unglaublich viel Damage mit seinen Auto-Attacks. Er eskaliert völlig, zeigt, dass er einer dieser ganz, ganz guten sein kann. Triple Kill und damit auch der erste Sieg für Misfits. Auch in der vierten Begegnung packte Power of Evil wieder einen neuen Pick aus, nämlich die Kay, die er früher schon mal gespielt hatte, auf der Botlane Ashe und Syrah gegen Jhin und Tahm Kench, und da lag am Anfang auch der Fokus. Die Jhin Ultimate hier früher eingesetzt, um die Leute zu chunken, würde ich sagen, macht dabei einen guten Job, hat alle Stacks auf Ignor und dann Flash Zunge W von Samux. Natürlich muss Hansama davor treten, aber das ist trotzdem ganz, ganz stark, und auch danach der Fokus auf die Botlane, diesmal mit der Tahm Kench Ultimate, die Xerxe in Position bringt. Hansama Flash allerdings den W von Jhin, die Ultimate macht nicht genug Schaden und auf einmal haben wir eine absolute Botlane-Party. Ignor mit einer starken Ultimate, würde ich sagen, sehr low, Kakao will ihn finishen, er kriegt allerdings noch Schild raus, Exhaust auf Kakao, der misst auch noch die Ultimate, Exile vorne drin, Hansama im Fokus, der stirbt genau wie Kakao. Afari bekommt zwar Tahm Kench, trotzdem der bessere Trade für Unicorns of Love. Danach Exile mit einem Engage Dive auf Hansama und das ist einfach lächerlich. Also Hansama hat nicht den Hauch einer Chance, da kann ihn der ADC wirklich leid tun. Exile kommt aus der Szene auch noch unverschämterweise raus. Misfits dadurch natürlich in Unterzahl. Sie wollen trotzdem diesen Turret deffen. Aber ob das eine gute Aktion ist, man weiß es nicht. Visi Chachi mit der Ultimate. Ignor kann zwar den W von Jhin flashen, allerdings danach Kakao in der Lage, sich vor Ignor zu stellen. Visi Chachi tötet einfach beide, stirbt dafür selber. Aber das ist natürlich kein Problem. Unicorns of Love auch danach immer das Team, was die Engages sucht. Hier die Rumble Ultimate wieder vorne drin und Exile ist halt einfach ein absolutes Monster. Hansama kriegt die Ultimate von Kale. Exile super low, kann hier nochmal sein Q raushauen, ist jetzt fast davor zu sterben, kommt nochmal in den W, hat den E getriggert, kriegt ein, kriegt zwei. Ein Double Kill von ihnen im Duell gegen die Carries und dadurch hat man natürlich auf der anderen Seite des Fights auch eine Unterzahlsituation aus der Sicht von Misfits gehabt. Afari versucht sich hier zu wehren, allerdings schluckt ihn einfach Tahm Kench. Die Kragas Ultimate haut ihn dann interessanterweise auch noch raus, super bitter für ihn. Kakao kann auch mal über die Wall mit seiner Ultimate, allerdings Xerxe mit seiner Ultimate hinterher und kann ihn dadurch finishen. Souveräner Fight von Unicorns of Love. Danach sind diese natürlich super weit vorne. Die Rumble Ultimate zont hier Hansama, der wird angegangen, kriegt die Kale Ultimate als Verschnauspause. Aber jetzt guck mal, wie viel Schaden von der Vladimir Ultimate kommt. Instant tot, Misfits ohne jede Chance, Exile wieder vorne weg. Ignor überlebt das ganz, ganz knapp. Aber für Kakao hat das letzte Stündlein geschlagen, genau wie für Power of Evil. Das reicht zwar noch nicht, um dieses Game zu closen, allerdings um einen 12.000 Gold-Lead bei Minute 25 zu haben. Exile geht rein, Fokus diesmal Ignor. Hansama hat ein bisschen Hoffnung, dass er hier mal Schaden machen kann. Allerdings kommt schon wieder die Rumble Ultimate und dann die Jhin Ultimate. Hansama muss das flashen, wie sie Chachi geht hinterher und jetzt Jhin mit dem Crit auf Power of Evil, der noch flasht, stirbt trotzdem. Unicorns of Love zieht damit dominant ins Finale ein, nach dieser starken Leistung gegen Misfits, und spielt dadurch am Sonntag in Hamburg um die Krone der EU-LCS. Unicorns of Love trifft damit also auf G2 im Finale und das sind auch die beiden Gruppenersten, also in den Playoffs keine Überraschung, was das angeht. Die einzige große Überraschung ist, dass Fnatic auch um den dritten Platz kämpfen darf, und zwar gegen Misfits, und das am Samstag in Hamburg. Und wir als komplette Summoners Inn sind live vor Ort in der Arena. Wir kommentieren nicht für die Arena, aber wir kommentieren aus der Arena raus für euch. Und wenn ihr vor Ort seid, dann könnt ihr uns treffen, das ist ganz einfach. Wir werden dafür nochmal ein bisschen twittern, aber es wird definitiv wer treffen werden. Ich freue mich persönlich riesig darauf, in Hamburg zu sein, denn wir haben klasse Partien. Am Samstag, wie gesagt, die Jungs von Fnatic gegen die Jungs von Misfits und dann das große Finale am Sonntag, G2 gegen Unicorns of Love. Schaltet auf jeden Fall dann ein oder, wenn ihr keine Zeit habt, einfach den Dienstag danach, weil da gibt es dann die League-Show auch mit Impressionen aus Hamburg. Wird also garantiert schön. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Macht es gut und bis bald. Euer Johnny.